Sogleich informiere ich Lukas, der ja immer noch in Bayern steckt, über die Spur nach Saarbrücken. Dorthin soll ein Onkel Karins aus Polen ausgewandert sein. Ich werde mit meinem Team in Köln weiter recherchieren und Lukas informieren, sobald es Neuigkeiten gibt. Das klingt ja ganz gut, was Julia da erzählt. Dann kann ich meine Suche hier in Bayern eigentlich abbrechen. Nur wenige Tage später. Lukas hat sich auf den Weg nach Saarbrücken gemacht. Gemeinsam mit unserem Redaktionsteam konnte ich die Adresse eines Wilhelm Brosig in einem etwas außerhalb gelegenen Stadtteil recherchieren. Sind wir nun endlich auf der richtigen Spur? Okay, hier vorne auf der Seite müsste es sein. Ja. Familie Brosig. Wäre schon ärgerlich, wenn jetzt keiner da ist. Vielleicht ist ja gerade jemand im Garten und die hören die Klingel nicht. Nee, leer. Ich frage einfach mal hier nach. Bitte mit Maske. Gerne. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine kurze Frage. Ja, nicht erschrecken. Wir sind von Julia Leischig sucht. Bitte melde dich. Ach ja. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Ich bin auf der Suche nach einem Wilhelm Brosig. Müsste eigentlich hier vorne wohnen, in der 101. Hat gewohnt. Hat gewohnt? Hat gewohnt. Der ist wieder zurück nach Polen. Aber wenn Sie da hochgucken, direkt nach Polen. Der ist zurück nach Polen. Ah, okay. Ja. Dann kann das gut sein, weil die Familienmitglieder, die ich suche, die kommen ursprünglich auch aus Polen. Und die Tochter wohnt auch hier. Gerade sind sie gerade das Haus, wenn sie hochgucken, steht groß dran Nagelstudio. Das ist die Sabine Gemmel und das ist die Tochter von Willi. Die kann Ihnen mehr Auskunft geben. Die Sabine kann, also? Ja, Sabine. Und wie komme ich da am besten hin? Muss ich einfach hier rum? Ja, genau. Okay, alles klar. Ja. Dann versuche ich es da mal. Dankeschön. Das ist uns der Julia schöner Gruß. Wir sind Fans von dem Fernsehprogramm. Alles klar, werde ich ausrichten. Beide. Ja. Da wird sich Julia freuen. Und viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Okay, die waren ja nett. Sabine Gemmel, Nagelstudio. Einmal hier rum. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Okay, sie meinte ja, hier einmal rum. Dann müsste das da vorne links sein. Hier müsste es eigentlich sein. Kumrin. Crazy Nails. Das klingt nach Nagelstudio. Und Gemmel steht dran. Gibt ja zwei Klingeln. Also, jetzt ist hier auch niemand da. Aber ich glaube, da vorne ist gerade jemand reingegangen. Ich versuch's einfach mal. Ja, an die Klingel komme ich nicht ran. Vielleicht hier hinterm Haus. Da komme ich ran. Hallo, guten Tag. Bitte? Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin auf der Suche nach Sabine Gemmel. Nach der Sabine? Ja. Darf ich fragen, um was es geht? Ist etwas Persönliches, eine Familienangelegenheit. Ich würde gerne direkt mit ihr sprechen. Und hier vorne beim Nagelstudio war jetzt niemand. Da müsste sie eigentlich sein, ne? Da müsste sie eigentlich sein, aber um diese Zeit ist sie mit Sicherheit mit ihren Hunden spazieren. Oben am Flughafen. Am Flughafen? Am Flughafen. Direkt an der Flughafenstraße ist so eine große Terrasse, so eine Aussichtsplattform. Und dort ist sie, in dem Bereich ist sie unterwegs. Okay, alles klar. Dankeschön. Sehr gern, bitteschön. Tschüss. Tschüss.
Ja, hier ist der Flughafen. Hier die Aussichtsplattform. Da muss ich hier irgendwo sein. Ist ja auch der einzige Weg. Hier geht niemand Gassi. Ah, da hinten ist jemand. Und ich kann auch schon einen Hund sehen. Das wird sie ja wohl sein. Hallo, entschuldigen Sie? Ja. Sind Sie Sabine Gemmel? Ja. Ich war gerade unten bei Ihnen am Nagelstudio. Ihr Nachbar hat mich hier hochgeschickt. Er meinte, dass Sie wahrscheinlich hier sind mit Ihren Hunden. Ja. Wundern Sie sich nicht. Sind Sie die Tochter von Wilhelm Brosig? Ja. Okay. Woher wissen Sie das? Ich habe jetzt schon länger nach Ihnen gesucht. Wir sind von Bitte melde dich von Sat.1. Ach. Eine Frage noch. Sind Sie die Enkelin von Werner Brosig aus Zabrze in Polen? Ja. Okay. Sie gucken so skeptisch. Ja, es ist. Wir tauchen hier mittendrin auf und. Kein Grund zur Sorge. Es geht um eine Familienangelegenheit, was ganz Persönliches. Vielleicht können wir uns ja irgendwo in Ruhe unterhalten. Ja, gerne, können wir zu mir gehen. Und dauert auch nicht lange. Genau, gut. Okay, alles klar. Dankeschön. Gut. So, bitteschön. Können wir uns gerade Corona-sicher unterhalten? Im Nagelstudio. Ist es okay, wenn wir uns duzen? Ja, gerne. Ich bin okay. Die Sabine. Ich bin der Lukas. Sehr schön. Danke, Sabine, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, ich bin ganz gespannt. Also, dein Opa, der Werner, wusstest du, dass der noch eine jüngere Schwester hat? Die jüngste Schwester heißt Karin. Ja, das weiß ich. Meine Oma hat immer davon erzählt. Mein Opa ist ja sehr früh verstorben, mit 31. Und wir haben mit meiner Oma zusammen gewohnt und die hat das halt meiner Mama erzählt. Und ich weiß sogar auch tatsächlich, dass sie Karin heißt. Okay, und das ist jetzt die wichtigste Frage für die Karin. Gibt's denn da noch Geschwister? Ja, es gibt tatsächlich noch jemanden, der lebt. Also da gibt's noch jemanden? Es gibt in Leverkusen unseren Onkel Helmut. Das ist der Bruder von meinem Opa. Da gibt's noch jemanden? Ja, den gibt's noch tatsächlich. Und der ist auch noch soweit fit. Und der wird sich bestimmt freuen, weil das ist die einzige Schwester, die er noch nicht kennt. Das heißt, du hast noch Kontakt zu ihm? Ich habe noch Kontakt zu ihm, ja. Und dem geht's gut? Dem geht's gut, ja. Was glaubst du denn? Was wird der Helmut sagen, wenn der hört, seine jüngste Schwester, die Karin, die sucht nach ihm? Ich glaube, der wird sich total freuen, weil es ist wirklich die letzte, die noch gefehlt hat, ne? Also, der wird sich mega freuen. Glaubst du, du kannst mir seine Adresse geben? Ja, klar. Das wäre super. Mach ich gerne. Dann würde ich da hinfahren. Aber eine Bitte noch. Sag dem Helmut jetzt vorab nicht Bescheid. Das soll eine Überraschung sein. Auf keinen Fall. Ach, da freut er sich bestimmt. Das ist so ein Lieber. Super. Dankeschön. Sehr gerne. Eine Woche später in Köln. Ich bin jetzt mit Karin und ihrer Enkelin Janice verabredet. Die beiden sind gerade auf dem Weg zu mir. Und ich möchte gerne erstmal ohne Kamera mit beiden sprechen. Denn ich habe zwar heute auch sehr gute Nachrichten, aber leider auch traurige Neuigkeiten. Karin und ihre Enkelin ahnen noch nicht, was sie heute hier erwartet. Zwar haben beide auch fest damit gerechnet, dass nicht mehr alle Geschwister leben. Dennoch, ich möchte die beiden behutsam und nicht unvermittelt mit der neuen Gewissheit vertraut machen. Auch für mich sind solche Gespräche alles andere als Routine. Doch Karin nimmt die traurigen Neuigkeiten recht gefasst auf. Ja, jetzt hast du ja schon einiges erfahren. Ich hoffe, es geht mittlerweile wieder. Ja. Ja? Ja. Ich habe mitrechnen müssen. Ne? Ich habe mitrechnen müssen. Kannst du dir vorstellen, dass ein Geschwisterteil vor dir stehen würde und dir sagen würde, du bist meine Schwester, ich habe dich von Herzen lieb? Ja, das wäre schon. Vorstellen könnte ich es mir schon, ja. Also, ne? Aber es ist schwer zum Verkraften dann. Ne? Es ist halt schwer, davon zu reden, ne? Weil ich eben so eine schlechte Kindheit gehabt habe. Und, ne? Versuchst immer stark zu sein, ne? Ja. Muss ich ja. Ich bin auch für die anderen stark. Danke dir.
Janice, wäre das so ein Wunsch für dich, so deiner Oma noch dieses große Geschenk zu machen? Ja, auf jeden Fall. Merke ich. Jetzt gab es ja heute auch schon sehr viel traurige Nachrichten für dich. Mhm. Wir haben aber trotzdem natürlich nicht aufgegeben und weitergesucht. So kenne ich dich. Vor allem auch mein Team. Ja. Und Lukas aus meinem Team hat irgendwann eine Adresse bekommen von jemandem, der dein Bruder sein könnte. Und dazu würde ich euch beiden jetzt gern was zeigen. Okay? Ja? Okay. Leverkusen. Wenn Sabine wirklich dich gehalten hat, dann könnte es hier gleich zu einer riesengroßen Überraschung kommen. Okay, das ist die 7. Das richtige Haus. Hier müsste Karins Bruder wohnen. Da bin ich mal gespannt. Ja, rosig. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich suche den Helmut Brosig. Wohnt er hier? Ja, das ist mein Nachbar. Oh, okay. Ja. Entschuldigen Sie die Störung. Okay. Ist eine persönliche Angelegenheit. Vielleicht kann ich direkt mit ihm sprechen? Ja. Ist das in Ordnung? Ich rufe ihn eben. Kleiner Moment. Okay, super. Danke schön. Opa! Hier ist jemand für dich. Hallo. Guten Tag. Sind Sie der Helmut? Helmut Brosig? Ja, ich bin der Helmut Brosig. Richtig, ja. Dann habe ich Sie endlich gefunden. Ich habe schon lange nach Ihnen gesucht. Ja, aber um was geht's hier? Ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Mhm. Es gibt da jemanden, der schon lange nach Ihnen sucht. Vielleicht können wir uns in Ruhe darüber unterhalten. Ja, bitteschön. Super, danke. Ja. Großer Bruder. Ja. Karin, Lukas hat dann deinem Bruder erklärt, um was es geht. Mhm. Und dein Bruder hat dann auch seine Geschichte erzählt. Und das würde ich dir gern zeigen. Ach, prima, ja. Beiden gerne. Ja, gerne. Helmut, ich bin hier, weil es jemanden gibt, der nach dir sucht. Kannst du dir vorstellen, wer das sein könnte? Nein, weiß ich nicht. Deine kleine Schwester Karin sucht nach dir. Ist das eine gute Nachricht für dich? Ja, sehr gute Nachricht. Ich freue mich sehr, dass sie auch an mich denkt, dass sie noch einen Bruder hat. Ich möchte mich sehr freuen, sie in die Augen nehmen. Das ist sehr schwer. Nach so vielen Jahren. Helmut, du bist ja mit deinen Eltern und Geschwistern in Schlesien groß geworden. Wie kam es denn dann dazu, dass deine Schwester Karin nicht mehr bei euch war? Wir waren 8 Kinder und meine Mutter ist 1945 gestorben. Ich habe gehabt 13 Jahre. Da sind 4 Schwestern ins Heim gekommen. Und wer sie genommen hat oder was, das weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern. Denn wir sind dann mit dem Vater geflüchtet und da haben wir uns verloren. Und unterwegs, wo wir geflüchtet sind, da haben sie meinen Vater weggenommen, die Russen. Und da haben wir gebetet, gib uns den Vater zurück, denn wir sind 4 Kinder und alleine. Wir haben keine Mutter, die Mutter ist gestorben und so. Aber das hat nichts geholfen, sagte Idiot, raus und fertig. Du hast danach nie wieder etwas von deinem Vater gehört? Nein, nichts habe ich gehört. Wie ging es danach weiter, nachdem ihr alle auf euch allein gestellt wart? Wir haben nichts zu essen gehabt, nichts zu trinken, nichts. Und dann haben wir gesucht eine Wohnung. Und mich hat dann der Onkel
aufs Dorf gegeben. Und ich habe am Dorf gearbeitet, 4 Jahre. Da musste ich von früh bis abends schwer arbeiten und habe das sehr schwere Leben gehabt. Und dann habe ich gearbeitet im Kraftwerk, 39 Jahre. Wann bist du denn nach Deutschland gekommen, Helmut? 1988. Wie lebst du denn heute? Ich lebe in Leverkusen, bin verheiratet mit meiner Gertrud, 68 Jahre. Sie ist im Heim 2,5 Jahre schon und ich bin alleine. No, aber die Tochter sind öfters bei mir, die Enkel sind auch bei mir. Meine Tochter heißt Danka und Ruth. Und wenn ich was brauche, da sind sie zu jeder Zeit bei mir. Hast du manchmal an Karin gedacht? Ja, paar Mal und öfters. Ich möchte sie gerne kennenlernen und in die Arme nehmen und sagen, ich bin dein Bruder. Tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun. Ich habe dir Fotos mitgebracht. Sagen Sie von der Karin. Von der Karin, von früher. Ja. Wie sie als kleines Kind aussah. Nun, ähnlich zu unserer Familie ist sie. Sie ist sehr nett, sehr schön. Das freut mich. Kann ich mir behalten? Na klar. Besten Dank. Ja. Besten Dank. Ich freue mich. Ich habe noch ein Foto mitgebracht. So sieht sie heute aus. Oh Mann, sie hat sich fest verändert. Ja, und da ist auch schon über 70 Jahre. Das ist sehr schön. Da möchte ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich sie dann in die Arme. Also gut, ich weiß nicht, ob ich das erlebe. Karin, ich bin dein Bruder und ich danke dir, dass du mich gesucht hast und gefunden hast. Ich möchte dich sehr gerne in die Arme nehmen und viel, viel, viel erzählen. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Dein Bruder Helmut. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Weil du glaubst gar nicht, was ich in meiner Kindheit mitgemacht habe. Und da findest du jemanden, der auch so ein Herz hat. Hätte ich niemals gedacht, dass ich noch jemanden finde. Weißt du, Karin, wir heute können gar nicht ermessen, was ihr damals im Krieg und danach alles genau erlebt habt und durchlitten habt. Wir haben heute aber die Möglichkeit, dich und deinen Bruder, glaube ich, ein bisschen glücklich zu machen. Ja. Denn dein Bruder ist heute hier. Nein. Oh nein. Und ich denke, es sollte jetzt eigentlich keine Zeit mehr vergehen. Und ihr könnt da rausgehen. Und dann könnt ihr euch wirklich endlich in die Arme schließen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Echt, boah. Dir und mein Engel, wie ich immer sag. Du kannst sie noch mal gerne herzen. Und dann könnt ihr rausgehen. Oh Gott, das gibt's nicht. Helmut musste sich sein ganzes Leben lang fragen: Was ist aus meiner kleinsten Schwester geworden? Karin wurde Jahrzehnte um ihre geliebten Geschwister betrogen. Fast war es zu spät für ein Wiedersehen. Fast. So steht das nicht von da.
So lange nicht gesehen. So was ist. Ich liebe dich. Oh, ich freue mich so. Schau, das war Engelin. Die hat das alles eingefädelt. Besten Dank. Bitte. Ja. Wir uns gefunden haben. Gerne, gerne. Ach, ist das ein schönes Bild. Ja. Zwar mit Abstand, aber genauso herzlich gemeint. Ich wünsche euch alles Gute, dass ihr beiden eine gute Zeit habt und dass vielleicht Wunden heilen können. Danke, Julia. Und danke für alles. Sehr danke. Gerne. Über 70 Jahre hat es bis zu diesem emotionalen Wiedersehen gedauert. Nur wenige Wochen später feiern die Geschwister gemeinsam Helmuts 90. Geburtstag und sind darüber sehr glücklich.